Hallo, bin ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja, sobald man so im Internet irgendwas macht, bekommt man natürlich Mails und Nachrichten und Spam. Ich nenne es mal einfach Spam. Und neulich habe ich von so drei irgend so ein Möchtegern-Schönheiten namens, warte, wie hießen die? Ebru, Coco und Vorstadt Aschenputtel, ach nee, Vorstadt Cinderella, genau. Die drei haben mir geschrieben und um Audienz gebeten, ja. Die haben gesagt, boah, wir treffen uns, kannst du alte Kuh nicht mal mitkommen? Ja, ich kenne die ja schon, ne? Also vor allem Vorstadt Rapunzel, Vorstadt Cinderella, die kenne ich schon von, oh, die hat mich schon im Forum immer genervt, ey. Naja, ich habe mich erbarmt. Ich habe den Kostenvoranschlag geschickt, wie teuer das ist, wenn ich komme. Und sie haben zusammengeschmissen und ich bin hingegangen und habe die getroffen. Und boah, ey, voll die Ziegen. Die sind voll scheiße. Und die haben sich fast gekloppt, ey. Coco und Ebo, ey. Oh, ihr hättet das sehen müssen. Die haben an den Haaren gezogen und ja, die brauchen auch jetzt inzwischen gar kein Make-up mehr, weil sie schöne blaue Augen von Natur aus haben. Also es war total das Desaster. Naja, aber ich bin ja nun mal ein großzügiger Mensch und habe mich da blicken lassen und habe einen ganzen Tag mit denen verbracht, ey. So nett, so schön. Naja. Ja, und weil sie so genervt haben, habe ich dann auch ein paar Fotos gemacht. Ne? Und ja, hier. Sie presst. Darf ich aufmachen? Ja, jetzt darfst du aufmachen. Damn. Ah! Okay, das ist so geil. Auf der Verpackung Keks. Ist noch SpongeBob drauf und auf den Keks ist auch SpongeBob danke. Drauf. Und die schmeckt eine Packung an einem Abend leer gefressen, ui, weil die so lecker sind. Musst du eigentlich nochmal eben die Verpackung. Oh, ja. Mein Handy. Ich muss auch mal gucken, was hier abgeht. Patrick! Patrick! Ja, ich habe Vorstadt Cinderella, Coco und Ebru getroffen. Das war so schön. Das war ein toller Tag. Und ich schwebe immer noch auf Wolke 7. Es war so wunderbar. Und ja, ich habe mich super gefreut, sie endlich persönlich kennenzulernen, nachdem ich vor allem ja, wie eben erwähnt, aber natürlich im Scherz, Vorstadt Cinderella schon von seit einer ganzen Weile so vom Schreiben her kenne. Und auch Ebru. Coco war mir bisher nur von den Videos und vom Blog-TV bekannt. Da sind die drei ja alle aktiv und es war wirklich ein wunderbarer Tag mit denen und alle drei stellen euch dann ein paar Szenen unseren heißen Samstags zusammen. Einmal könnt ihr hier Kokos cooles Video finden, hier dann Ebrus Eindrücke und noch einmal Vorstadt Cinderella, was sie mit uns erlebt hat. Also schaut da unbedingt vorbei, es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Da sind drei wunderbare, wunderbare Mädels. Die hatten auch Freunde von sich dabei und die waren auch lieb. Also liebe Grüße von mir hier und ich hoffe, wir werden das irgendwann mal wiederholen. Ja, also ich mag euch. Tschüss.